Leute, es ist soweit. Wir melden uns aus dem Santiago Bernabéu und ich gönne euch einmal den Rundumblick hier kurz hinter mir, denn ich bin irrelevant. Dieses Stadion hier, das ist relevant. Das ist super spannend, das ist richtig geil. Kindheitstraum für mich geht in Erfüllung. Darum soll es heute aber nicht gehen, denn wir kommen gerade von der Pressekonferenz. Sebastian Hoeneß hat gesprochen und Dennis Undorf hat natürlich gesprochen. Den lässt man natürlich sprechen als VfB Stuttgart, wenn man jemanden loslässt. Es geht um das große Spiel, die Rückkehr der Schwaben auf die größte Bühne des Clubfußballs, die Champions League. Und man hat beiden so ein bisschen einen Respekt vor der Größe der Aufgabe schon angemerkt, aber natürlich hat sich der VfB hier auch was vorgenommen, denn sie kommen nicht zum Schaulaufen hier ins Estadio Santiago Bernabéu, sondern die wollen hier, wenn alles gut geht, was mitnehmen. Wie das funktionieren kann, ja, da liegt eben irgendwie der Fuchs begraben. Das wird richtig kompliziert. Wir dürfen keine Fehler machen, war ein Satz, der gefallen ist. Und Sebastian Hoeneß hat gesagt, mental und körperlich müssen wir voll da sein und die wenigen Chancen, die sich ergeben werden, die müssen wir dann nutzen und alles in dem Wissen, dass man hier in diesem Fußballtempel ran muss, dass man hier kickt und die ja, vielleicht beste Sturmreihe der Welt gegen sich hat. Mbappé, Rodrigo, Vinicius Junior, dazu sind Tchouaméni und Bellingham fit. Also Real langsam, aber sicher wieder mit der vollen Kapelle. Aber Alaba fehlt noch verletzt, aber hinten drin Antonio Rüdiger, der wird spielen und der wird kneifen. Das hat ja Dennis Undorf nach dem Gladbach-Spiel schon gesagt. Und das erwartet er auch für sich und seinen Sturmkollegen Ermedin Demirovic hier morgen Abend um 21 Uhr, wenn es dann hinter mir auf dem heiligen Rasen hier zur Sache gehen wird. Es ist ein großer Spaß, es sind schon ein Haufen Fans in der Stadt, man trifft immer mal wieder Stuttgarter versprengt. Das wird morgen, denke ich, sicherlich noch mal deutlich zunehmen. Und bei allen, egal ob es Fans sind oder ob es Beteiligte sind oder Journalisten, alle sind so ein bisschen, wenn sie hier reinkommen, erst einmal am Wow, was geht eigentlich hier ab? Also es ist ein Fußballtempel, auch wenn er von außen ein bisschen aussieht wie ein Museum für moderne Kunst. Ich habe euch dazu einen Text geschrieben, meine Eindrücke ein bisschen geschildert, auch die Geschichte des Stadions ein bisschen reingepackt. Der Hinweis auf unseren Newsblog, der läuft bis zum Anpfiff und am Mittwoch darüber hinaus. Da findet ihr alles, Videos, Inhalte, Texte, kurze Snippets, alles, was wir hier von vor Ort produzieren. Und am Mittwoch werden wir dann für euch auch hier vom Bernabeu-Stadion aus auch noch eine Podcast-Folge aufzeichnen. Da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Bin sehr gespannt, was ihr tippt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel erwartet, was euch so durch den Kopf geht. Denn der Trainer wurde genau das gefragt und er hat so gesagt, er beschäftigt sich damit gar nicht großartig. Denn für ihn geht es hier vorrangig darum, ein Fußballspiel vorzubereiten, seine Mannschaft bestmöglich vorzubereiten. Und da bleibt keine Zeit, in irgendwas zu schwelgen, so hat er das gesagt. Und Dennis Undorf, der hat natürlich eine Menge Spaß, der hat eine Menge Bock, der möchte hier unbedingt zocken. Auch für ihn ein Kindheitstraum, nicht nur für mich also, haben wir was gemeinsam. Das wird auf jeden Fall ein ganz großer Spaß. 21 Uhr ist hier der Anpfiff. Real, ich will jetzt nicht sagen, dass sie unter Druck stehen, aber es ist das erste Champions League Heimspiel von Kylian Mbappé. Der will sicherlich was zeigen hier vor ausverkauftem Haus und VfB-Fans, ja, wie viele werden da sein, ist es super schwierig zu schätzen. Also der Gästeblock ist natürlich voll, das sind knapp 4.000. In der Stadt auch schwierig zu schätzen, zwischen 10, 15, vielleicht 20.000 werden erwartet. Und im Stadion ist es dann ja natürlich schwierig, weil man nur mit den Gästetickets reinkommt. Drumherum ist es dann schwierig in VfB-Fankleidung, also da auch nochmal der Hinweis, passt ein bisschen auf euch auf. Die spanische Polizei ist da nicht zimperlich. Morgen gibt es einen Fanmarsch. Wer an dem teilnimmt, der kann auch nur in den Gästeblock rein und dann nicht mehr danach diesen Fanmarsch verlassen. Also solltet ihr doch irgendwie ein Ticket ergattert haben, rundherum dann vielleicht nicht beim Fanmarsch mitlaufen, weil da könnte es danach schwierig werden. Und ihr seht es jetzt im Hintergrund, es wird bewässert. Das Grün wird nochmal prepared für die Mannschaft. Die darf jetzt hier das erste Mal raus. Da hatte Sebastian Hoeneß auch einen schönen Satz gesagt, wenn es um die Kulisse hier ging. Natürlich beeindruckend. Natürlich ist es was, auf das man sich nur bedingt vorbereiten kann. Aber wenn wir jetzt hier mal trainiert haben, dann wird es vielleicht ein bisschen besser werden. Für mich war es schon mal ein erhabener Moment, jetzt hier reinzukommen. Denn von außen finde ich es fast ein bisschen unscheinbar hier so mitten in der Stadt. Und wenn man dann hier reinkommt, hier hochguckt, wie steil es ist. Das Dach ist zu.
das ist schon eine absolute Wucht, dieses Stadion. Und wenn das hier morgen volle Kapelle voll ist, wenn da richtig Rabatz ist, wenn die Champions League-Hymne läuft, da wird richtig was geboten sein. Das wird ein ganz, ganz, ganz großer Spaß. Wenn ihr vor Ort seid, wünsche ich euch auch ganz viel Spaß. Wenn ihr zu Hause seid, da hinten habe ich schon die Amazon Prime-Kommentatoren gesehen. Jonas Friedrich, Alex Schlüter ist der Moderator. Die sind am Start für euch, dann hört er da rein. Und wenn ihr den Daniel Haug noch hören wollt, der kommentiert das Ganze auch hier aus dem Stadion. Bin mal gespannt, wo sie den unterbringen. Der kommentiert es für die 107.7. Da könnt ihr natürlich auch reinhören, vielleicht parallel Prime schauen und Daniel Haug lauschen. Das ist vielleicht das Rezept der Tage. Wir dürfen jetzt ein bisschen zuschauen beim Abschlusstraining, freue ich mich auch. Ich habe die Kamera dabei, gebe nachher noch Texte und Bilder zu dem Ganzen bei uns auf der Seite zu finden. Das soll es für heute hier aus dem Bernabeu gewesen sein. Wir melden uns morgen wieder und ich bin heiß wie Frittenfett. Das wird großartig. Habt viel Spaß, viel Freude weiter beim Mitlesen vom Blog und passt auf euch auf. Tschüss, ciao.